zum heutigen Spiel ist eigentlich nicht viel zu erzählen. Ich glaube, jeder, der hier war, der weiß, dass wir heute 3 Punkte geschenkt gekriegt haben. Ich glaube, ein Unentschieden wäre mehr als gerecht gewesen. Der Gegner, der uns hier wirklich alles abverlangt hat, der körperbetont spielt, der Fußball spielen kann, der einfach raffiniert Fußball spielt durch die älteren Spieler. Ja, so kann man starten. Wir haben oftmals den Start gut gespielt und dann nicht gewonnen. Und heute haben wir schlecht gespielt und 3 Punkte eingefahren, die enorm wichtig waren, weil wir am Mittwoch nach SC 20 müssen und da natürlich nicht mit 0 Punkte-Konto hinfahren wollen. Deswegen alles in allem Mund abwischen und einfach auf bessere Zeiten und bessere Spiele hoffen. Aber wenn du so Spiele gewinnst, dann wirst du auch mal wieder besser spielen und dann auch deine Siege einfahren, die du brauchst, um dann auch im oberen Drittel zu stehen. Ja, zu den Toren. Ich glaube, das erste Tor von uns war sehr gut rausgespielt. Wir haben da eine schnelle Aktion gespielt und haben dann den Ball, ich muss jetzt erstmal überlegen, der kam, glaube ich, vom Goldberg dann in die Mitte rein, wobei dann die Dresdner Abwehr zu weit nach links gegangen ist und der Abwehr dann nur noch einschieben brauchte. Ja, Gegentor, wie es im Fußball so ist. Ich glaube, wir haben schon in deren Hälfte den Fehler gemacht, nicht gut attackiert zu haben. Was sie dann gemacht haben, war gut, bis zum 16er durchgespielt mit einem Hackentrick quergelegt und dann einen wuchtigen Schuss zum 1-1. Völlig verdient. Ja, 2-1 Elfmeter, brauchen wir nicht drüber reden, war Elfmeter. Können wir auch nicht ändern. Der Schiedsrichter hat gepfiffen, weil auch ein Foul vorhanden war und der Kurier hat dann eiskalt zum 2-1 verwandelt. Aber wie gesagt, war natürlich ein Sieg, den wir heute ein bisschen geschenkt gekriegt haben. SC 20, Knappenmarkt, ich schätze mal 200-300 Zuschauer. Ich glaube, eine Mannschaft, die durchweg gut bestückt ist mit Fußballern, die schon höher gespielt haben. Ja, wir fahren dahin nicht so als direkte Außenseite, aber schon, wir sind schon die Mannschaft, die da hinfährt, um dann einen Punkt. Wären wir hoch zufrieden, wissen aber auch, wenn wir einen guten Tag erwischen oder einen guten Abend erwischen, weil wir ja da abends spielen, dass wir da auch vielleicht was mitnehmen können. Ist eine Partie auf Augenhöhe, aber wird schon riesen Spaß machen. Da freuen wir uns jetzt schon drauf und wie gesagt, nach dem Sieg heute kann man da auch hinfahren mit breiter Brust und kann dann auch dann ein oder andere ausprobieren. Deswegen Mittwochabend, 19:30 Uhr, alle Adleraner zum Anfeuern. Wir haben nicht nur Lust, dass die schreien, wir wollen auch schreien.